Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Scheinbar ging es jetzt einfach auf die harte Tour. Ja, wir haben Jutta 92. Also ich hoffe, ihr habt die letzte Folge bei Alice gesehen. Ansonsten findet ihr natürlich den Link zur Playlist in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch einfach nochmal alles geben. Wir haben jetzt Jutta. Adler. Oh, da ist gleich ein toter Adler. Das schwöre ich euch. Nein, hol den Dino weg. Der soll nicht sterben. Der stirbt nicht. Warum kann ich keinen Fall schießen? Ich ging Level 10. The fuck, das aber packt. Ich krieg ordentlich Schaden. Ja, ich kann den kurz killen. Sekunde. Das ist nicht mein erster Adler. Stirb, du Mutterstück, fotten Arsch! So, und wenn ihr jetzt nicht wisst, warum, dann habt ihr die ersten Folgen nicht gut genug gesehen. Ja. So ein dumm. Alter, ich hab 72 rohes Fleisch bekommen und 120 Leder. Nice. Noch ein Betäubungsfall. Also, die Sattel sind auf jeden Fall ledertechnisch auf jeden, in jedem Fall gesichert, ne? Auf jeden Fall. Ledertechnik, ja, aber Metall ist das Problem, ja. Okay. Das ist wahr. So, ich hau hier noch ein paar Steine. Ja, mach mal, aber ich... dass der Dödi dann da bald mal fertig ist. Ja, du kannst ja jetzt schon mal zur Basis gehen und einschmelzen. Ja. Und, also das, was ich jetzt quasi gemacht habe in der letzten Folge bei Alex, um das ein bisschen zusammenzufassen. Ach so, und übrigens, ne? Ich habe auf meinem Hauptkanal ein Recap der ersten Woche gemacht. Gebt mir da gerne mal Feedback, ob ihr sowas nochmal haben wollt. Wo man halt quasi einfach, wenn ihr keine kompletten Suchtis seid von uns, trotzdem Möglichkeit hat, das weiter zu verfolgen. Gehe ich gerade richtig? Ja, ne? Ich muss noch eine Abbiegung weiter, ne? Ich sehe dich leider nicht mehr. Ja, aber nicht die also Abbiegung. Also wir waren jetzt... Nee, ach doch, da hinten bist du. Ja, genau, hier die nächste links. Die nächste links. Das finde ich sehr schön. Ja, also gib da gerne Feedback. Ansonsten meine Folge am Montag war, glaube ich, bis jetzt die unspektakulärste, die wir hatten. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, weil sowas wird immer mal wieder vorkommen. Wir reden ja auch immer mit den anderen und wir spoilern uns ja gegenseitig nicht und wir sagen uns nicht, was wir quasi machen, weil wir auch die Folgen gegenseitig nicht gucken. Aber es ist halt schon so, dass man natürlich mitbekommt, was bei denen abgeht und wir sind nicht die Einzigen, die, sage ich mal, reinscheißen gelegentlich. ja, ich glaube sogar, dass wir... Nach dem, was ich jetzt gehört habe, wie bei denen, die die Woche angefangen hat, echt noch besser dastehen als vorher. Ja. Also das ist echt schön. Oh, wow, das war nicht ein Metall aus dem ganzen Stein rausbekommen. Geil. Ja, ist bei mir auch sehr sporadisch. Ja, ich probiere jetzt gerade einfach noch auf dem Weg ein bisschen was abzubauen, dass ja. Ich überhaupt so viel Stein rauskriege. Oh fuck, hier ist eine Hyäne. Direkt beim... Brauchst du Hilfe? Der hat den, glaube ich, auch angegriffen. Muss ich kommen? Oh, der ist 53. Oh, er rennt weg von mir. Hast du Hilfe? Muss ich kommen? Nee. Okay, dann komme ich nicht. Der hat Angst vor mir. Das ist ja geil. Weil ich kenne die Hyänen noch nicht. Okay. Der rennt jetzt einfach komplett weg. Ja, ist doch geil. Ja. Was wollte ich hier nochmal rüber schmeißen? Ist jetzt weiter weg am Strand. Hat der den angegriffen? Nee, hat er nicht. Ja, wunderbar. Das ging ja nochmal gut. Ich hatte wirklich Angst vor den Hyänen und der war hier Level 53. Ja. War schon recht strong. Ne? Das Hosenherz gerutscht. Ja, der ist kurz meine Waschmaschine ausgerastet, deswegen müsste ich jetzt gerade ganz kurz... Einfach durch die Wand gebrochen. Ah, Schloch! Ja, quasi. Also so kam es mir zumindest vor. Ganz so krass war es wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst ja, wie das ist. Ach komm, jetzt beweg deinen Hintern, Alter. Ich kann hier den ganzen Tag auf dich warten. Ja gut, komm, dann mache ich währenddessen noch ein paar Pfeile. Ich habe auf jeden Fall jetzt so viele Pfeile am Start, das ist insane. Weil ich, okay. Ich habe quasi die letzte Folge, die ihr ja alle bei Alex geguckt habt, habe ich damit verbracht, am Wasser zu sein und einfach zu leveln. Und dabei habe ich halt unter anderem halt auch einfach mal 150 Pfeile gemacht. Alles klar. Die ich wahrscheinlich so schnell nicht verbrauchen werde. Hast du dir gedacht, machst du mal, ne? Ja. Jutta, jetzt nicht runter. Nicht runterfallen, bitte, ne? Peter, Hans, Jutta, bitte, ne? Nur küssen, nicht anfassen. Optimal. Dann bleib du mal hier. Küssen, nicht anfassen. So, was brauchen wir? Ich nehme von dir das Metall rüber. Die Steine bleiben hier drin. Oh, das geht schon. Was hast du noch für mich hier anzubieten? Hast du noch Metall drin? Nee, aber Mejo-Bären, die nehme ich mal mit von dir. Der greift lauter Kleinvieh an und rennt dann wieder weg. What the fuck? Die Hyäne, oder was? Ja. Ja, aber dann ist die auch kein Problem zur neuen Basis, oder? Also aktuell ist halt die Theorie, ob wir erst die Bären machen, aber wir haben festgestellt, es sind vier.
Oder erst die, ja, es hat alles. Also ich hätte schon gesagt, Bären. Ja, ja, ich du hast schon es gesagt, ich weiß, du bist ja, ne? Ja, weil du halt einfach, schau mal, wenn wir 4 Bären haben, dann wird es halt übel OP. Ich habe immer noch kein, ich habe kein Vertrauen zu dieser Hyäne. Ja, ich glaube, Hyänen sind jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo man besonders gut Vertrauen zu aufbauen kann, ne? Ja, weil wenn die so stark wie eine Raubkatze oder so sind, uff. Uff, Dotter. Ja. So, ich schmeiß hier mal einfach alles rein in diesen Schrank, was ich nicht brauche, ne? So, also ich hab nochmal 5 Metallsende. Das ist gut. Yay, der Dödi ist fertig. Nice. Okay, wie mache ich das? Warte, ich habe hier einen Schmelzofen, ne? Ja. Da mache ich jetzt Metall rein. Ja. Und was noch? Damit du Brennstoff hast. Holz, Holz, Holz ist alles, was ich brauche. Okay. Warum frisst denn der so viel? So, jetzt ist hier Holz drin. Und jetzt mache ich Feuer entzünden einfach. Ja. Soll ich da noch einen Feuerstein reinmachen oder so? Nein, warum? Keine Ahnung, ich dachte, das klingt vielleicht dann irgendwie mehr Kohle, nee, oder so. Nee, Feuerstein und Stein im Mörser vermischt gibt Zündpulver. Und Zündpulver brennt länger als Holz, ist also effektiver. Okay. Lol, ich könnte das Vieh kastrieren. Warte mal, es ist ein männlicher Duedicus. Und der sieht aus wie ein... Kalle. Wow. Du bist mit ja Stachelschwanz. Was muss ich beim Feuer machen? Einfach Feuer entzünden, ne? Nee. Muss da auch Holz rein? Er heißt jetzt Justin. Hallo. Was? Muss da auch Holz rein? Ja, natürlich Lagerfeuer? Immer Brennstoff dazu. Ja, mein Junge. Hä, der ist Level 32? Der war doch Level 8. Wie hat der so viel Level gekriegt? Nee, ja. 11. Mijo-Bär, ne? Ach nee, er folgt mir Level. Ich bin Level 32. Ja, aber der andere ist halt Level 93 geworden, ne? Also, ja. Die können schon so viel Level kriegen. Welches Level ist er denn? 11. Okay. Haben wir noch gar keinen Metallbahn bis jetzt eingeschmelzt gehabt? Die habe ich ja verbraucht für die Werkbank. Und wo ist die Werkbank hier? Die steht in der Basis. Das hinten hier ist eine Werkbank. Neben Bett. Okay. Mir ist heiß, das könnte auch ein Ding, dass ich im Feuer stehe, ne? könnte so, sein. Ich möchte lol! Ich sehe das Feuer vom Strand aus. Oh, das ist nicht gut. Nee. Also zumindest nicht. Oh, shit. Nein, jetzt kommt er! Jetzt kommt wer? Ach nee, okay. Alter! Alex, jedes Mal, wenn du das sagst, sprint ich los! Der kam aber wirklich auf mich zu. Ja, natürlich, also der kam auf dich zu. Nein, der sagt, nee, durch klar. Mich durch. Ja, nee, super gefährlich. Leute, ihr habt es ja gerade gesehen. Johnny hat das bestimmt reingeschnitten. Na toll, jetzt auch noch mehr Arbeit mir machen. Dreckskin, Leute. Ja, ich habe jetzt ein bisschen, das habe ich schon in der Montag-Folge gesagt, aber ich spiele weiter am Sound rum. Gib mir da gerne Feedback. Also, jetzt ist es, ich bin jetzt sehr zufrieden. Alex ist ein kleines bisschen leiser als ich, aber das ist nicht schlimm. Weil es halt. Doch. Ne? Wer denn? Also das Ding ist, ich könnte dir auch nach der Folge, oder nach dem Ding, könnte ich dir ja mal zeigen, wie man Ton richtig macht in Videos. Ach so, krass, du bist also toxisch auch noch dazu. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nein, das Ding ist, ich mache meinen Ton, ich mische den ja so, das ist sehr fernseh-like, wie ich meinen Ton mische. Ja. Das ist alles sehr laut, da ist ein Noise Gate drauf und so weiter und so fort. Ja. Damit die Qualität halt hoch ist. Und wenn unsere Folgen sich da zu sehr unterscheiden, dann ist deine sehr leise und meine sehr laut. Was bedeutet, dass wenn die Leute das gucken, müssen sie immer wieder umstellen. Ja, aber da bin ich sowieso mittlerweile, also zumindest das Abmischen war ich mittlerweile auch sehr laut. Ich glaube, ich kann den ersten Sattel machen, warte. Oder soll ich erst eine Pickaxe machen? Nee, mach erstmal einen Sattel und zwar den nee, ich glaube, eine Metallspitzhack macht mehr Sinn, weil dann kriegen wir... Nein, mach den Ankylo-Sattel, weil mit dem Ankylo kannst du mehr Metall aus den Steinen raushauen als... wir uns vorstellen ja, können. Und dann können wir die Axt viel schneller machen. Nee, ich könnte nur den Könnt anderen... bitte der Ankylo-Sattel? Hä? Mach den Ankylo-Sattel. Ja, den kann ich nicht. Da brauche ich doppelt so viele Metallbahnen, wie wir haben. Da mache ich erst eine Axt und dann... Ja, ich habe doch auch noch mal Metall. Okay, wie viel hast du denn? 5, glaube ich. Ja, das reicht auch nicht.
Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 10 Metallbarren und wir haben jetzt 5. Lol, du hast ein Lysko-Ei mitgenommen? Jo. Alles klar. Wie viel Metallbarren brauchen wir? Entschuldigung, ich hab nicht. 10, wir haben 5. Okay. Ich mach jetzt eine Axt. Passt doch. Na, warum? Wenn dann eine Spitzhacke. Ja, ja, meine ich ja. Holz. Holz, war noch hier. So. Wie kann man da mal 1? Shift. Eins kannst du mit Doppelklick machen. Okay. So, dann holen wir hier das Holz rüber und dann Waffen bauen wir eine. Und da gehe ich mit der nämlich gerade nochmal Metall hacken. Ja. Und dann sind wir ja sofort wieder okay, da. Okay, der braucht Gewicht. Okay. Der auch. Ich mache mich kurz auf den Weg, ne? Oh, die sieht schon cool aus. Oh, nice, wie er sich freut. Der Justin. Da ist er sich am Freuen dran. Hey, jetzt sag mal, was macht der denn? Und der kriegt Schaden. Ach, du hast ihn gelevelt. Oh. So ein T-Rex ist halt einfach. Nee, unser T-Rex bitte nur auf Tank Skill, ne? Das war ja die Idee. Okay. Okay. Dann hat er jetzt 2-mal Schaden und den Rest Tank gekriegt. Ich hätte halt gerne noch Steine. Oh, was bist du? Oh, hier ist so ein Triceratops-Ding da. Triceratops. So, Feuerstein. Also Trizi brauchen wir jetzt nicht mehr, dadurch, dass wir Ankylo und Döli haben, weil der Ankylo macht auch Stroh, glaube ich. Okay, krass, ich bekomme halt trotzdem kein Metall aus den normalen Steinen. Also, ja, also nur selten halt, ne? Ja, trotz der coolen Axt. Ja. Also das ist, da gibt es andere Steine, die sind ganz glatt und kugelig. So, die sehen aus wie ein Duetikus. Ein bisschen. Ja. Und die geben dann mehr Metall quasi. Okay, ich habe jetzt 3. Wie viel hast du oben noch? 5? 8? Das sind 4. Wir haben, das heißt, wir brauchen noch 2, noch 4. Okay. Ja, da sind 2 Barren. Also ein Metall ist noch ungeschmolzen drin. Wir haben jetzt 6 Barren. Ja. Okay. Okay, dann mache ich noch mal ein bisschen Zündpulver, weil Holz verbrennen ist. Ja, obwohl, nee, Holz verbrennen ist eigentlich auch okay. Weil wir ja Kohle machen. Soll ich die Steine, die ich habe, auch schon mal mitbringen? Oder schmeiße ich die wieder raus? Nee, nimm auf jeden Fall mit, auf jeden Fall mit. Ja, aber ich schmeiß die Feuersteine raus, das ist mir zu schwer hier. Ich hätte einfach einen von den Tieren mitnehmen sollen, das war nicht so klug. Hm. Ja. Also ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man quasi Dinos, die noch keinen Sattel haben, befehlen kann, Sachen abzubauen. Ja, das wäre echt sinnvoll. Ja, weil ich weiß, dass es irgendwie geht, ich weiß nur nicht wie. So. Okay, ich merke gerade, ich laufe einfach nur dusselig in der Gegend rum. Lass mal was machen jetzt. Ja, ich komme jetzt gerade mit dem Metall. Okay, hast du genug Metall? Nö, ich glaube schon, ich habe... Warte mal, ich habe 7. Das heißt, wir kriegen 3 Barren raus. Nee, 4. Weil einer liegt noch im Feuer. Ja, perfekt, Rohmetall. Perfekt. Ja. Ja, dann passt's. Ach, das ist genau die 10. Ich schmeiß alles raus, was ich hier gerade habe. Und dann machst du den Ankylo-Sattel, ja? Ja, ja. 10 Barren. So, Fleisch, kommt alles raus. Ich würde dir gerne entgegenlaufen und dir das Zeug abnehmen. Nee, ist egal, ich habe jetzt aber alles weggeschmissen. Ja, ich habe schon gesehen, aber vielleicht kann ich da noch was... Nee, das brauchen wir nicht. Nee. Das rohe Fleisch sollte ich gar nicht mehr aussammeln. Aber ja. Gibt das Abbauen von sowas nicht auch schon was? Ich weiß es ja. Nicht. Ja, XP gibt das. Hä? Ja. Nicht viel, aber ist immerhin, ne? Dass wir jetzt doch einen Justin haben, ne? Was? Dass wir doch Justin haben, obwohl du ihn erst nicht haben wolltest. Das ist wie das Kind, was man eigentlich mehr haben wollte und dann auf einmal mag man es besonders gerne. So einer bist du. Nee, nicht unbedingt. Also ich habe den jetzt einfach nur opportunistisch mitgenommen, weil der halt am Strand war, wo es relativ sicher ist. Natürlich. Wenn das hier unten gewesen wäre, dann hätten wir wieder Probleme gehabt, weißt du? Ja. Blödes Arschloch. So, was? Nee. Ne? Ich kann das jetzt inzwischen auch. Ja, ganz in Ruhe. Wirklich.
Er stimmt gleich rein. Nicht schlecht. Hä, warum hältst du das so lange aus? Ja, weil ich Stimme ja noch gefressen habe. Okay. Warte. Nee. Okay, belassen wir es dabei. So. Okay, hast du reingeschmissen? Metallbarren, schon mal rüber. Bleib mal in. Du tust zu verdursten. Na, ja, so ein Scheiß. Ne? Hans-Peter, gib mir deine Beeren. Ach, Mann, Alex. Was ist denn? Jetzt verdurst dich hier wegen den Stimmbeeren. Ja, rate mal, als ich 4-mal schlafen gegangen bin. Ja, gut, aber das bist ja auch du. Ja, macht einen Unterschied, ne? Ja, schon. Da hat's mich nicht so gestört. Das glaube ich dir. Kann ich mit A einfach alle fressen? Ja, nee, E. Drückt halten. Ja, ist okay. So, 10 Barren sind jetzt drin. Aber was ich habe jetzt, noch? Also ich habe 100 Beeren gefressen und ich habe einen Hauch von Wasser bekommen. Also das stimmt einfach oben und unten, links und rechts nicht. Doch? Nee. Das dauert nur. Das geht über Zeit dann hoch. Nee, wirklich nicht. Also ich habe jetzt hier locker 300 Beeren gefressen. Hauptsache die Dinos haben nichts mehr, ne? Ist mir scheißegal. Brauchen die was? Ja. Oh. Ja, dann musst du dich darum wohl mal kümmern. Ne, der hat ja noch. Der hat noch. Also ich habe jetzt wirklich nur einen Hauch von Wasser. Das ist halt echt lächerlich. Aber ich muss jetzt das Kart hier noch machen. Okay. Ja, dann machen wir da. Hast du die Metallbahn da schon hingetan? Ja, ja, sind schon in der Werkbank drin. Okay. Ja, dann war ich das jetzt hier noch fix. Bleib mal in meiner Nähe, damit du die XP bekommst. Komm rüber. Ja. Lauf. Ja, im Moment krieg ich sie noch nicht. Jetzt krieg ich sie. Und nice. Ja, dann mach du das mal, ich muss zum Strand, ne? Was? Was? Der Sattel liegt da drin. Ach so, ja, okay. Was machst du da? So. Also ich weiß noch, dass die die mögen alle verschiedene Beeren recht gerne, glaube ich. Aber ja, ist ja egal. So sollen fressen, was auf den Tisch kommt, ja. Das ist ja kein Tischkonzert, ne? Ja. Geh du mal ans Wasser jetzt. Ja, ich hab nur noch mal Bären. Sicher, dass du nicht... Hä? Was? Wie soll... Der Sattel ist fertig, der? Ja, der ist in der Werkbank. Warum hast du den nicht gleich mitgebracht? Das hätte ich machen können, aber ich dachte mir, ey, du bist ein Arsch, dann bin ich auch ein Arsch. Hä? Bin ich jetzt der Arsch? Willst du das nicht sehen? Was? Ja, wie wir unseren Ankylo satteln? Nee, das blende ich ein. Okay, na gut. Hopp. Dann dir muss ich die Folge ja eh schneiden. Jutta ist ja sogar weiblich. Lul. Nice. So. Zack. Alter, ich brauche halt echt was zu trinken hier. Ich bin ein kleiner dicker Dino und hau mit meinem Schwanz zu. So. Du bist manchmal echt merkwürdig. Ja, 2 Metall, 3 Metall, 4 Metall. Ja, 4 Metall da aus dem Stein rausgekloppt. Ja, das ist ordentlich. Und jetzt stell dir mal vor, wir wären in der neuen Base bei den Metalldingern, Alter. Ja, okay, dann lass uns jetzt mal überlegen. Die Folge hier geht noch 10 Minuten. Was machen wir damit? Also ich würde jetzt gerade noch mal ein bisschen Metall farmen, dass wir Spitzhacke, Axt und Pike kriegen. Dass wir uns vernünftig... Ja, der Armbrust ist vor allem auch. Oh, shit. Sag mir nicht, das ist eine Katze da drinnen. Muss ich kommen? Es ist eine Katze. Ist das ein Problem? Ein Sabertooth. Ja. Nee, er ist weit genug weg, aber er liegt auf dem Platz zur neuen Base. Ja, wir haben einen T-Rex, Alter. Ich denke mir halt echt, lass einfach zur neuen Base gehen. Meinst du echt? Ja. Ey, wenn die am Bin Wasser immer noch so, nicht so überzeugt. Wenn am Wasser Fleischfresser sind, ne, dann sind das wahrscheinlich keine Raptoren, oder? Ich kann die halt nicht auseinanderhalten. Na, Raptoren sind ja größer. Ja. Leckst du gerade einen Trizi? Was mache ich? Weil ein Triceratops da unten gerade rumkämpft. Nee, ich versuche hier den Raptoren aus dem Weg zu gehen und zum Wasser zu kommen. Okay. Weil vielleicht sind es auch gar keine Raptoren, aber ich will es eigentlich nicht testen.
So, die Triceratopse wurden ja auch geändert, ne? Die haben andere Animationen, sehen ein bisschen anders aus. Könnt ihr, seht ihr irgendwie, ist irgendwas für uns Relevantes dabei? Nee. Nee. Aussehen ist mir halt immer scheißegal bei sowas. Ja, ne? Ja, das ist ja Cosmetics. Alter, der Ausdauer, das ist nicht schlecht. Okay, cool. Ich komme jetzt wieder hoch und dann ziehen wir in die neue Base. Okay. Ich setze hier mal ein Statement. Let's go, my friend. Weil ich denke mir halt, wir haben jetzt die beiden, mit denen wir super geil in der Lage wären, da zu leveln. Ja. Dann lass uns das auch machen. Weil die Bären, die können wir zwar jetzt schon holen, aber... Ja, was ist, wenn wir das alles wieder verlieren? Dann haben wir richtig reingeschissen, ne? Ja, das ist, jetzt ist halt ein High-Risk-Ding. Warte mal. High-Risk, no Reward. Ja, der Reward ist die neue Base. Mhm. Wir können ja in Etappen gehen. Was hältst du davon? Nee, wenn, dann würde ich alles gleichzeitig machen. Dass okay. Du die geballte Kampfkraft hast und so schnell wie möglich Sachen töten kannst, weißt du? Ja, ich kenne mich halt mit Dino-Pfeifen und so halt gar nicht aus, ne? Wir reiten einfach und ich nehme die anderen Dinos mit und die stellen wir auf mein Ziel angreifen ein. Ja. Und dann geht das schon. Okay, also was erwartet uns da? Hyänen, wo wir nicht genau wissen, was die machen? Genau. Alter, meine neue Waschmaschine, wenn die sagt, sie ist, hat fertig, dann sagt brüllt die. Auf eine brutale Art und Weise, Alter. Hier geht es mir, das ist der Feueralarm. Okay, dann lass trotzdem mal... Ich habe jetzt 13 Metall schon. Machen wir die Dinos leer oder nö. Voll? So wie sie sind... Achso. Ja. Wir müssen halt den Schrank halt eigentlich leeren, ne? Ja. Wir können eigentlich alles leeren in die Dinos reinpacken und dann... Ja, ich mache hier mal alles schon mal von mir, was ich hier noch hab und vielleicht nicht brauche. Dann komme ich jetzt mal zurück. Aber das Metall wollen wir hier wahrscheinlich noch machen, ne? Hätte ich schon gesagt. Ja. Obwohl, warte mal, wie viel habe ich denn jetzt? Wir bräuchten auf jeden Fall 20. Ich habe 14. Weil dann könnten wir uns jeder eine Pike machen. Und dann haben wir wirklich eine starke Waffe, um uns zu verteidigen, weißt du? Also ja. Eine Pike ist schon relativ gut. What the fuck? Ja, ich hol, also, ich hol, die, bis, also ich finde die Armbrust ehrlich gesagt so viel wichtiger. Also mir ist das fast latter, ob was ich jetzt Nahkampfwaffe habe, weil ich habe sie noch nie verwendet. Ja. Du hast recht. Ja, dann guck mal, was braucht denn die Armbrust? Wie viele? Ich guck mal gerade nach, Sekunde. Ach, warte, ich bin falsch. Armbrust. Scheiß drauf, Arm. Oh, ich hab's da nicht gelernt. Fick mich. Armbrust. Holz, du kannst hier oben rechts auch suchen, ne? Ach, jetzt kommt der hier an, ey. Kackvogel. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Geht. Okay. Okay, kannst du die Metallbahn vorbeibringen? Was? Bringst du die Metallbahn vorbei? Wie viel brauchen wir denn? 7. Ja. Also 14 Metall, ne? Ja. Hab ich, komm ich vorbei. Okay, ich lad mal den Inhalt unseres... Ja, sollen wir wirklich die ganzen Fasern und Stroh mitnehmen? Also gerade Fasern, ja. Weil da haben wir relativ lange gebraucht, bis wir die zusammen hatten. Ja, aber mit den Trizer... Mit dem... Mit dem Trizi kriegst du keine. Na gut. Erst wenn wir eine Sichel haben, dann ist... Stroh kriegen wir mit allen möglichen Dinos. Warte. Ja, aber die Frage, ob wir es mitnehmen oder nicht. Weißt du, das ist ja die Frage. Ja. Fasern, ja. Stroh, nein. Nö, würde ich nicht. Aber es ist auch so leicht, ist eigentlich egal. Okay, dann räume ich das jetzt hier alles mal in den... In T-Rex. Ah, der kann ja noch übel viel tragen. Das ist ja, T-Rex hat halt Inventarplatz ohne Ende, ne? Ich lade gerade in den Peter Hans. Dem ist das auch völlig egal. Okay. Ich muss ganz kurz, die werden übrigens langsamer. Aufmachen. Was? Ich bin ganz kurz weg. Ja, du hast ja ein Headset auf, wo man Sachen hören kann, die man nicht am PC ist. Wie heißt das hier? Funk-Headset. Die Dinos sind immer dann voll,
wenn der Griff quasi so angekratzt wird, dann werden die langsamer. Wenn der Griff beim Gewicht ist ja so ein Griff obendrauf. Ja. Und da, wenn das quasi am unteren Ende des Griffes ankommt, dann werden die Dinos langsamer. Okay. Dann bringe ich jetzt mal die Steine und so einen Scheiß. Ist, glaube ich, 75-80% oder so. Ja, aber da kommen wir ja überhaupt nicht ran. Also das ist ja super entspannt. Ich hau jetzt noch ein paar Steine in Peter Hans rein. So, dann gehe ich mal. Oh, das mein Wasserschlauch war gar nicht voll, oder was? Oh, please kill me. Er ist leer gegangen. So, dann. So, der ist jetzt aber 50% ungefähr. Ja, dann kannst du es mal in einen anderen rein basteln. Musst du trinken? Weil ich muss auch trinken. Ja. Aber lass mal auch gerade hier oben die Sachen fertig. Ja, okay, komm, wir gehen kurz trinken. Scheiß drauf. Ja. Ja, und danach räumen wir die Sachen komplett rüber. Wir haben halt jetzt nur noch 4 Minuten, also werden wir heute nicht mehr schaffen. Nee. Aber das ist zumindest die Vorbereitung für den Umzug gewesen. Mhm. Und in der nächsten Folge ziehen wir um mit allem, was wir haben. Schön umziehen. Ja, da sehe ich uns auch. Also einen neuen Base, dann können wir halt auch Power leveln. Ja. Und dann also wenn wir da hinkommen, uff. Ich glaube, dann kommen wir relativ gut voran. Ja, und dann müssen wir halt, weil da haben wir dann halt auch so viel, da sind ja wirklich Metall Dinge und dann Steine und dann können wir die abbauen und dann können wir halt auch mehr als einen Schmelzofen machen. Ja. Und dann sind wir halt auch nicht mehr so am Rumkrebsen. Achtung, Dilo, rechts von dir. Hier unten ist auch noch irgendwas, ne? Achso. Okay, ich brauche jetzt Wasser. Danach kümmere ich mich um den. Okay. Okay, krass. Warum war mir jetzt so mega heiß im Wasser? Okay, der greift mich an. Ja, Bock. Boah, wie er da auf den Boden geschmiert ist, Alter. Ja, der war clean tot, Alter. Einfach drauf geschmiert auf den Boden. Ja komm, ich mach die hier mal alle weg. Ich hab keinen Bock, dass das. Das ist so geil. Was? So. Ja gut. Dann komm, du bist keine Raptoren scheinbar, Leute. Ich guck mal noch in den. Was? Nee, das sind die los, genau. Ja, ja. Die Raptoren sind doppelt so groß. Okay, dann weiß ich Bescheid. Also das merkst du sofort. Wenn du einen in zwei Beiner in der Größe siehst, dann rennen. Außer so ein Para, aber der sieht ja eher knuffig aus. Knuffig? Ja. Ah ja, den kenne ich, glaube ich. Ja, die wir am Anfang für Leder getötet haben. Ja. Okay. So. Dann mach mal rüberrennen. Hast du die Metallbahn eingeschmolzen in der Zeit? Ja, ich bin gerade dabei. Ach, du hast die noch nicht reingetan? Doch, doch. Ah. Da, 7 sind schon fertig. Dann mach ich mal die erste. Armbrust. Ja. Armbrust fertig. Ich sag dir mal, was ich noch dafür brauche, ne? Wieso hast du das Metall auch rausgenommen? Ich habe die Holzkohle rausgenommen. Nein, du hast das Metall rausgenommen. Nee, hab ich. Ja, doch, fertig. Cool. So. Ich hab die Holzkohle rausgenommen, Alter. Uff. So. Ich brauch noch Holz und Fasern. Fasern lege ich rein. Ja, Holz ist natürlich jetzt super dämlich, weil ich habe das gerade in den Dino gebracht. Ja, warte, wir können ja hier schon mal, warte. Wir brauchen es ja eh nicht mehr, wir können ja hier schon mal abreißen, weißt du? Ja, von mir aus, aber ich bin nicht Eigentümer, ne? Ja, aber müsste doch gehen. Oh. Ja. Nice. Hoppa. Das war eine schöne Lösung. Dann haben wir hier noch das Holz rein. Auch gelernt. Ja, die erste Armbrust zieht durch, die zweite kriegen wir auch gar nicht fertig, weil wir nicht genug Metallbahn haben. Ja. Na, das ist ja nicht schlimm. Nö. Ja, ich würde mir die dann nehmen, wenn das für dich fein ist. Naja, klar, du nimmst ja alles, was gut ist. Und ja, exakt. Schmeißt es dann halt im Tod weg. Okay, warte, was? Was? Ja? Hm? So, die Holzkohle ziehe ich nochmal rüber. So, hier sind jetzt noch 3 Metallbahnen und Metall, das ziehe ich alles rüber. Dann kriegen wir jetzt hier mit einem Schlag alles leer. Sollte eigentlich. Reiß auch gleich mal den Ofen ab. Warte mal.
Jakobersamen. So, damit. Hier ist noch Stroh. Keratin 14, das ist halt echt noch interessant. Chitin ja. auch, Fasern, Holzkohle, Feuerstein, Stein. Ich bin überladen. Okay, dann darfst du hier noch die Steine mitnehmen. Okay, ich laufe schon echt nicht mehr so schnell. Wie läuft das mit der Armbrust? Oh, shit, hoffentlich habe ich nicht irgendwas gepult. Das wäre jetzt halt echt spannend. Okay. Ich habe einfach mal den Wald eingeschossen. So eine Hi-O-Pai, das ist ja, nicht zu fassen. Es gibt halt Momente im Leben, da muss man auch mal Entscheidungen treffen. Ja. Okay. So, dann können wir da hinten weiter abreißen. Der hat ja insane viel Platz. Da kommt jetzt noch alles rein hier. Haben wir hier noch? Nix. Können wir kaputt machen. Ja, kopieren. Noch drin. Nix. Kaputt. Faser, das Fleisch. Boah, komm, wir nehmen das Stroh einfach mit. Was wir haben, haben wir. Die Adlerkrallen brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Arschlecken 250. So. Hier ist noch Zeug drin. Oh, jetzt bin ich. Okay. Muss ich auch mal was loswerden. Okay, nice. Das läuft. Die ganze Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes brauchen wir natürlich nicht. Und hinten, hast du jetzt überprüft, ist alles weg? Ja. Ja, sieht gut aus, ne? Ja. Das Bett würde ich sagen, lassen wir hier stehen. Mhm. Und den Rest reißen wir ab. Ja. Uff. Du hast jetzt nicht unten, hast du die Werkbank vorher abgerissen? Nee, das zählt zusammen. Sicher, dass du auch das Material von der Werkbank gekriegt hast? Ja, hast du Metallbarren bekommen? Im Inventar? Ja, mehrere. Sicher? Ja. Okay. Oh, Alter, jetzt brauche ich schon wieder Wasser, ey. So, dann. Können wir eben noch Wasser holen gehen? Ja, gut, ne? Alter. So. Ja. Wie stehst du zum Thema Lügen? Was? Wie stehst du eigentlich zum Thema Lügen? Das können wir in der nächsten Folge besprechen. Ja, gib mir so einen kleinen Ausblick, so einen kleinen Teaser. Finde ich nicht gut. Okay. Ich habe gar keine Metallbahn. Tschüss und bis bald.